Auch bei diesem Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, dürfen wir uns fragen, wohin unsere Gedanken zuerst gehen. Wenn wir das so hören, wie Jesus das sagt, wo bleiben wir hängen? Vielleicht dabei, wie Jesus so merkwürdig sein kann, dass er den Jüngern sagt, euch ist es gegeben zu verstehen, aber die anderen sollen eben nicht verstehen. Sie sollen nichts sehen, nichts hören, nichts verstehen. Wie kann das sein, wenn wir einfach sagen, ja, aber Gott liebt doch alle Menschen, das ist ja heute sehr hin, dass wir das immer so sagen, und das ist ja auch richtig. Aber wie kann dann ein solches Wort im Evangelium stehen? Man kann das nicht mit einem schnellen Trick aus der Welt schaffen. Auch nicht mit einer flott gehaltenen Homilie. Es ist ein schwieriges Wort. Wir müssen uns mit diesem Wort abmühen. Vielleicht kommt uns unweigerlich dieses Wort des Propheten Jesaja in den Sinn. Jesus zitiert ihn ja hier ausführlich. Ja, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Deus absconditus. Das hat alle frommen und großen Denker im Christentum immer beschäftigt, dieses Wort. Über den Verborgenen, über das Dunkle in Gott nachzudenken. Wie kann es sein, dass Gott die Herzen hart macht, dass sie nicht verstehen? Aber wenn wir dabei hängen bleiben, dass Christus hier so merkwürdig spricht und sagt, ich rede zu ihnen im Verborgenen, in Gleichnissen, damit das geschieht, was der Prophet Jesaja sagt, damit kommen wir zur zweiten Seite, die wir vielleicht gar nicht so sehr gehört haben. Das Herz dieses Volkes ist hart geworden, und mit ihren Ohren hören sie nur schwer, ihre Augen halten sie geschlossen. Da ist nicht mehr davon die Rede, dass Gott das wirkt, sondern es ist das Entscheidung, die Entscheidung dieses Volkes, vielleicht sogar unsere Entscheidung. Johannes Chrysostomus in seiner Auslegung zur Stelle fügt an, und das Herz ist verfettet. Wer wollte das leugnen? Die Ohren fest zuzumachen, damit wir nur gar nicht hören. Wir kennen dieses Bild von den drei Affen, die sich alle Sinne zuhalten. Naja, das Maul ist offen, das steht fest. Deshalb passt es mit den drei Affen doch nicht so gut. Aber Augen und Ohren sind fest zu. Denn sie wollen nicht zur Einsicht kommen. Daran liegt, denke ich, die große Frage an uns. Wie fest halten wir unsere Ohren zu? Halten wir die Augen, kneifen wir sie zusammen, um nur ja nicht wirklich das zu hören, was Jesus sagt und das zu sehen, was er tut, sondern unseren eigenen Vorstellungen zu folgen, auch den eigenen Vorstellungen von Kirche und welche Politik sie machen soll, alle diese Ideen, in die wir so verliebt sind und weil ja jeder von uns weiß, wie es gehen muss. Er allein weiß es. Er allein weiß es. Und deshalb gilt es, die Sinne weit zu öffnen, und das Herz wirklich zu entfetten mit all dem, was sich darauf legt, was sich an dieses Herz klammert, was sich darum herumgelegt hat, an Wucherungen, damit wir wieder wirklich ihn sehen, ihn hören und um es mit seinem eigenen Wort zu sagen, damit ich euch heile.